Es ist mal wieder Mittwoch, meine verehrten Freunde oder meine schlentastischen Freunde. Und das war eigentlich in den letzten Jahren immer mein absoluter Lieblingssatz, wenn es um Minecraft geht. Denn mittwochs kommt immer ein neuer Snapshot vom neuen Update. Man war gehypt, man freute sich auf das Update. Aber mittlerweile, vor allem beim 1.19 Update, ist das natürlich alles wieder mal ein bisschen abgestumpft und abgeschwächt worden, weil das Update mehr versprochen hat, als es umgesetzt hat. Und mittlerweile passt der Name 1.19 Wild Update auch gar nicht mehr zu diesem Update. Dementsprechend dachten wir, vielleicht kommt da noch irgendwas, vielleicht kriegen sie noch irgendwie die Kurve, aber heute ist dann kein Snapshot erschienen, sondern der erste offizielle Minecraft Pre-Release. Und für die Leute, die nicht wissen, was das bedeutet, ein Pre-Release ist natürlich eine Vorab-Version der Vollversion. Das heißt, das ist die Endphase. Wir wissen also mit dem heutigen Tage ganz hundertprozentig sicher, dass das 1.19 Update komplett ist und kein einziges Feature mehr in diesem Update dazu kommen wird. Also kein neues Feature mehr, sondern das Update, so wie es gerade ist, ist vollständig. Auf einer Skala von 1 bis 10, wenn 10 das Beste ist, würde ich jetzt gerne mal von euch wissen, wie ihr das Update bewerten würdet und warum. Wir haben das Ganze schon mal gefragt, aber jetzt wissen wir, dass es komplett ist, also wirklich offiziell. Was sagt ihr dazu? Gerne jetzt sofort in die Kommentare schreiben. Ich nehme auch direkt die wichtigste Frage vorab, falls euch nur das interessiert. Es kam jetzt nicht großartig viel in diesem Pre-Release neu dazu. Wir gucken uns ein paar Sachen natürlich an, die geändert wurden, aber wann ist der logischste Release-Zeitpunkt meiner Meinung nach? Ich schätze mal wirklich, dass wir am 31.05. frühestens, schätze ich mal, das Update bekommen werden. Ich denke aber eher so am 7.06. um den Dreh oder vielleicht sogar allerspätestens am 14.06. irgendwo da in dem Bereich. Weil es ist eigentlich immer so gewesen, dass Minecraft-Updates in diese Pre-Release-Phase gehen und dann irgendwann kommt der erste und zweite, maximal der dritte Release-Candidate. Und dann eigentlich schon die Vollversion. Und das hat meistens so 2, 3, 4 Wochen maximal gedauert. Kommt auf die Größe des Updates an. Aber bei diesem Update dürfte das ja gar nicht mal so lange dauern. Aber okay, wir gucken uns trotzdem die Features an. Aber vorher gerne den Kanal kostenlos abonnieren. Dann wisst ihr nämlich, ihr verpasst nie wieder irgendwelche schlammtastischen Minecraft-News mehr. Das würde mich sehr freuen. Danke nochmal für 300.000 Abos, Leute. Ihr seid crazy. Kommentiert, wie gesagt, mal eure Meinung zu diesem Update. Und liked noch das Video, um wenigstens den netten Schleimi glücklich zu machen. Vielen Dank. Alright, eigentlich eines der wenigen wilden Feature mit fast schon das einzige wilde Feature, was in irgendeiner Form die Wildnis, was Umgebung angeht, verändert hat, ist natürlich dieses neue Mangroven-Sumpfbiom hier. Das ist ein völlig neues Sumpfbiom und da wurde auch nochmal eine Kleinigkeit geändert. Und zwar, ich kann es zwar kaum erkennen, die Bäume wurden ganz leicht reduziert. So steht es auf jeden Fall im Changelog. Das heißt, es sind weniger Bäume am Stissel als vorher. Das ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen. Die Stelle hier sieht tatsächlich sogar sehr schön aus. Das hat mir oft gefehlt, ne? Dass die Mangrovenbäume, wie auch im echten Leben, so wirklich so ins Wasser ragen mit ihren Wurzeln in irgendeiner Form. Das war teilweise echt zu wenig. Also eigentlich musste ja noch viel mehr Wasser rein. Aber das sieht schon mal deutlich besser aus als vorher, muss ich zugeben. Coole Sache. Und wie gesagt, die Bäume wurden ganz, 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 ganz leicht nicht vermehrt. Das Gegenteil von vermehrt. Das Gegenteil von vermehrt? Was ist das Gegenteil von vermehrt? Ah, ich hab's vermindert, reduziert. Das muss ich gerade googeln. Freunde, es ist hier gefühlt 36 Grad gerade in meinem Zimmer. Es tut mir absolut leid. Oh Mann. Die nächste Änderung betrifft eigentlich nur das alles, was ich in der Hotbar habe. Das soll den Nether darstellen. Ich hoffe, man kann das gut erkennen. Ich wollte jetzt in den Nether gehen, weil es ist schon heiß genug in meinem Zimmer. Ja, du bist so funny Slime, es ist unglaublich. Nein, nochmal Spaß beiseite. Der Enderman und auch der Wither, also das Wither-Skelett eher gesagt, und auch die Piglins haben jetzt eine breitere Spawn-Variante, kann man jetzt, glaube ich, so formulieren. Das heißt, das Lichtlevel von 0 bis 11 sorgt dafür, dass sie spawnen können. Das sollte eigentlich dafür sorgen, dass sie jetzt sogar öfter spawnen als vorher, wobei sie vorher auch schon oft gespawnt sind, vor allem ja Piglins und auch Wither Skeletons, aber das wurde jetzt einfach mal so angepasst. Also im Changelog steht wirklich Enderman Skeletons. Ich habe normale Skelette vergessen, die gehören auch noch dazu. Wither Skeletons und auch die Piglins now spawn in a wider range of light levels in the Nether. From Light Level 0 to 11. Das verstehe ich doch so, dass die jetzt öfter spawnen, vor allem bei Helm Licht Level. Auch eine interessante Sache, die noch geändert wurde, betrifft wieder einmal die Vibration oder die Aufnahmefähigkeit der Skulk-Sensoren. Die reagieren ja auf Bewegung, Geräusche, Vibrationen, wie dann ganz auch immer genannt werden möchte. Jetzt ist es auch so, dass sie nicht nur bei den Bögen den Schuss an sich sozusagen aufnehmen, beim Bogen jetzt speziell, oder bei den Crossbows, bei den Ziegenhörnern, bei den Schildern, bei Essen allgemein, sondern die Anfangssequenz sozusagen aufnehmen und die Endsequenz. Das heißt, wir wissen ja, wenn wir einen Bogen aufladen, dann gibt er jetzt ab sofort auch schon ein Geräusch von sich und gibt das natürlich weiter an den Skulk-Sensor. So, er wurde da gerade aktiviert und jetzt droppen wir natürlich den Pfeil und dann auch nochmal quasi ein Signal an den Skulk-Sensor. Das heißt, es gibt jetzt so ein Anfangsstadium und so ein Endstadium von Items, die man nutzen kann. Das ist also Bogen, Armbrust, dann haben wir natürlich noch das Ziegenhorn, die Schilder, da gibt es ja auch das Blocken quasi. Und wenn wir Nahrung zu uns nehmen, gibt es dann auch nochmal zwei Signale quasi,
wenn wir das Ganze aktivieren, deaktivieren oder den Bogen spannen und losschießen. Das ist jetzt auch nochmal so eine Sache, die geändert wurde, die ich eigentlich schon dachte, dass sie drin wäre in irgendeiner Form. Aber ja, man lernt immer dazu, auch in diesem Update noch, oder? Kommen wir somit auch eigentlich direkt schon zur letzten nennenswerten Änderung, die auch wirklich nur eine Kleinigkeit ist. Aber das spricht eigentlich wieder dafür, worum sie sich hauptsächlich so gekümmert haben, eher so um Kleinigkeiten in diesem Update. So ist es teilweise halt wirklich. Aber der Soundeffekt wurde geändert, wenn wir einen Helm aufsetzen, beziehungsweise etwas aufsetzen, was kein Rüstungsgegenstand ist. Wir haben ja die Möglichkeit, nicht nur Kürbisse aufzusetzen, um dann Enderman aus dem Weg zu gehen quasi, ihr könnt die ja dann angucken, oder halt irgendwelche Köpfe aufzusetzen, die haben vorher den gleichen oder gar keinen Soundeffekt gemacht. Ich bin mir gar nicht sicher, entweder den gleichen wie ein Helm, also diesen hier, oder gar keinen. Ich bin mir gerade absolut nicht sicher, müssen wir mal in die Kommentare schreiben, aber der Soundeffekt wurde jetzt allgemein geändert oder hinzugefügt, der hört sich jetzt so an. Ja, also damit es sich nicht mehr anhört wie ein Dia-Helm oder allgemein überhaupt einen Soundeffekt hat. Finde ich ganz cool, ist eine Kleinigkeit, aber wie gesagt, das ist dann halt auch wieder so ein Punkt. Aber trotzdem, naja, sind wir irgendwie dankbar für diese Änderung. Ja, Freunde, und genau so findet das große Thema 1.19 nicht die Wild-Update, sondern einfach die Update. Langsam, aber sicher ein Thema. Es ist komplett, der erste Pre-Release ist draußen. Dementsprechend ein baldiger Release steht auf jeden Fall an. Ich schätze mal, wie gesagt, 31.05. oder 7.06. vielleicht sogar 14.06. Aber wie gesagt, aufgrund der Größe, die ja nicht riesig ist, schätze ich mal, dass der 31.05. auf jeden Fall so eine 50%ige Chance hat und der 7. auf jeden Fall, ja, sagen wir mal 75%, wenn nicht sogar 80% Wahrscheinlichkeit in irgendeiner Form mit sich bringt. Müssen wir abwarten. Es ist, wie gesagt, nicht das beste Update, keine Frage. Dennoch dürfen wir dankbar sein für die Arbeit der Developer. Es können ja auch einfach sagen, so, ja, wir updaten das jetzt gar nicht mehr oder wir streichen jetzt noch mehr Sachen, aber wir müssen einfach ein bisschen runterschrauben, unsere Stimmung sozusagen. Einfach mal abwarten. Vielleicht sparen sich alles für ein 20-Update auf, vielleicht wird das umso besser. Müssen wir mal abwarten. Tut mir nur bitte den Gefallen, beleidigt nicht irgendwelche Developer im Internet oder rastet da komplett aus. Das macht man einfach nicht, weil irgendwo muss man da auch Verständnis zeigen und vor allem niemals den Respekt verlieren, vor allem nicht im Internet, wo das ja gar kein großes Thema ist, dieses Wort Respekt. Tut mir bitte wirklich diesen Gefallen. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen fantastischen Resttag, schmelzt da draußen nicht und ja, bis zum nächsten Mal. Der Hase verabschiedet sich auch. Ciao.